spektakuläre Wassershow, die Besucher mit Pferden, Tanz und Akrobatik in eine andere Welt entführt. Eine Krone sollte es sein, geschmiedet aus den edelsten Eigenschaften menschlichen Seins. Wasserspiele auf Schloss Hof faszinierten schon im 18. Jahrhundert die damaligen Besitzer Prinz Eugen von Savoyen und Maria Theresia. Schloss Hof lässt mit dieser Veranstaltung den Zauber der barocken Wasserspiele wieder aufleben. Glauben Sie denn, dass gerade Wasserspiele eine besondere Wirkung auf Menschen haben? Ja, ich glaube, dass Wasser etwas wirklich als Besonderes hat. Ja, diese Kraft des Wassers, die Farben des Wassers und die Dynamik ist einzigartig. Und es ist auch etwas, wenn man im Englischen sagt, so precious good, wir haben nicht mehr viel Wasser. Und das zu inspirieren, das rein und aufzuzeigen, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, dass es diese Show in dem Charakter noch nie gegeben hat. 30 hohe Wasserfontänen mit dem Feuer, mit den Pferden, mit dem Trommler. Es ist eigentlich ein akustisches Theater. Man sieht etwas, man hört etwas und es hat es in der Form sicher noch nie gegeben. Und diese Geschichte dazu, die auch hier reinpasst in die Atmosphäre, ist, glaube ich, einmalig. Und das macht uns, glaube ich, so erfolgreich im Moment. Was hoffen Sie denn, dass die Besucher mit nach Hause nehmen, wenn sie heute dann fahren? Also die jetzige Erfahrung und das, was wir hören als Feedback, wenn sie nach Hause gehen, ist, also so habe ich mir es nicht vorgestellt. Das ist ja was Einmaliges. Also da kommen nächstes Jahr wieder. Und wir wollen, dass die Menschen von uns gehen und sagen, also die haben sich das überlegt, das war professionell organisiert, wir fühlen uns sicher und wir kommen wieder. Und eine gute Werbung für die Atmosphäre, das ist uns das Wichtigste. Nach Jahren detailgetreuter Rekonstruktion erstrahlt der Barockgarten von Schloss Hof wieder in seinem alten Glanz. 20 Meter hoch sind die Wasserfontänen, die mit Projektoren märchenhaft in Szene gesetzt wurden. Artisten, Künstler sowie Musiker sorgten zusätzlich für unvergessliche Glanzpunkte. Also ich hoffe, dass die Menschen hier sagen, gut, dass in Österreich auch etwas so etwas stattfindet, speziell in diesen Zeiten wie jetzt.